machen wieder den Abflug. Schon zum 37. Mal. Das ADAC Supercross in Dortmund öffnet seine Türen und die Fahrer dürfen gerade die Strecke das erste Mal testen. Noch sind die Ränge leer, aber hier werden jetzt 3 Tage am Stück jeweils 10.000 Zuschauer die beste Show auf 2 Rädern sehen, die Dortmund zu bieten hat. Ja, natürlich, Dortmund ist einer der größten Rennen in Deutschland und deswegen ist Dortmund, also genau hier, ein riesengroßes Gefühl da. Vor allen Dingen mit so viel, mit 10.000 Zuschauern ist das schon echt was anderes, als jetzt, wenn man draußen ein bisschen rumfährt. Und natürlich ist es auch ein gewisser Druck dadurch da, aber es macht mega Spaß. Karl Ostermann ist einer der Nachwuchsstars, der in diesem Jahr in der Klasse SX2 antritt. Seitdem er 5 Jahre alt ist, sitzt er auf einem Motorrad. Meine Schwester hatte ja ein Motorrad und dann bin ich damit gefahren, weil sie nicht richtig wollte. Und dann nahmen halt die Dinge ihren Lauf und dann mit 5 hatte ich mein erstes Rennen. Und ich glaube mit 9 oder 8 war ich schon das erste Mal hier in der Westfalenhalle. Und deswegen ist es schon was echt Besonderes. Action, Show und Spektakel. Vor allem beim Freestyle gibt es natürlich wieder richtig was fürs Auge. Dieses Jahr fliegt in Dortmund auch ein waschechter Weltmeister. Ja, im Prinzip bin ich auch ein ganz normaler Junge. Ich fahre halt ein bisschen Motorrad und springe durch die Luft. Ja, natürlich muss man ein bisschen durchgeknallt sein, will ich mal sagen, um über so eine Rampe drüber zu springen. Aber ja, es ist mein tägliches Brot, will ich mal sagen. Ich mache das jeden Tag. Noch ist es vergleichsweise ruhig und die Trainingsrunden laufen noch, aber nicht mehr lange. Heute Abend ist Showtime. Gänsehaut ist garantiert, wenn sie dann abheben und die Halle zum Beben bringen. Beim 37. ADAC Supercross.